Aber wenn ich es nicht wegräume, dann. Dann muss ich es wieder mit dem DFEC in ein paar Tagen machen. Oder ein paar Wochen wieder. Dann ist das als Sache hier so voll mit den Knochen, dass mir nichts anderes übrig bleibt, als sie darüber wieder einzusammeln und wegzucheaten. In Anführungszeichen. Auf der anderen Seite kann ich es natürlich, wie es kam ja von Gentle Sentient, der hatte das ja, genau, der hatte mir geholfen dabei. Hat ja gesagt, ne, wir haben ja unser Blutopfer gebracht mit fast 400 Zwergen. Wenn ich jetzt mit der Magma-Falle noch Blutopfer bei Elfen und so weiter bringe, verdiene ich es mir, den nochmal einzusetzen. Aber ich weiß nicht. Aktuell haben die Zwerge ja eh nicht. Gut, da unten hapert es jetzt, weil sie sich Zeit lassen. Aber ansonsten haben wir keine großen Baustellen. Okay. Steinzeit-DSL. Was ist denn das denn jetzt noch? Hast du hier 2K, 3K? Oder womit, worunter musst du leiden? Aber genau, das war aufgrund des meines Redeschwalls das Eigentliche, was ich ausdrücken wollte. Wir müssten hier oben auch noch, ich weiß noch nicht, was, wir haben ja so viel Zeug auch noch hier drauf liegen, abgesehen davon, dass auch unglaublich viel Zeug, glaube ich, drauf liegt von den Elfen, die wir getötet haben. Oder nein, die ja unser Gast getötet hat. Felder laufen. Aber ich muss das einmal noch mal. Lebensmittel kontrollieren. Das muss ich auch einmal am Tag machen. Habe ich auch schon wieder länger vergessen. Essen, Trinken ist noch da. Unser Wert liegt bei fast 9 Millionen. Wir werden richtig wohlhabend noch. Das liegt jetzt bestimmt auch mit an den ganzen Adamantium-Brustplatten, die wir herstellen. Na, bei Hells will ich gar nicht reingucken. Wobei, was heißt hier? Was heißt Tier? IR. Traction requested. Bei einem Hund? Ne, ich dachte jetzt schon. Traction requested. So, das. Nee, das ist was anderes. So, da sind wir. Tier. Tired. Ermüde. Ich war in der falschen Spalte. Da unten ist dann. Da ändert sich dann ja die. Was ist das denn hier alles? Broken tissues. Infection. Och Mensch, Ari, was hat Ari denn? Ari ist infiziert? Jetzt muss ich aber mal nach Ari gucken. Ja, dann musst du mal mit deinen Nachbarn sprechen. Ne? Oder ihr setzt euch zusammen, trefft euch und guckt mir zu gemeinsam. Dann braucht ihr auch nur einen Stream starten. Irgendwas soll ich jetzt, das, der Vorschlag hat mich gerade so begeistert, dass ich voll raus bin, was ich eigentlich gucken wollte. Das hatte irgendwas mit dem zu tun, wo ich war. Bei Hells, genau, ich wollte bei Ari gucken, was sie sich schon wieder getan hat. Wo ist sie denn eigentlich? Ari? Ari hat, oh, da ist Ari. Jetzt habe ich wieder die falsche genommen. So, da. So, was hast du denn? Ist gestresst. Ari hat gar keine Nase mehr. Warum hat Ari keine Nase mehr? Lower left back. Der untere linke Rücken? Back ist doch Rücken, oder? Der ist weg. Warum denn das? Gut, Kopfschmerzen hat sie, also irgendwas am Kopf hat sie und an der rechten Hand. Ja, okay, aber Ari hat gar keine Nase mehr.
Die da schon länger nicht? Das habe ich ja noch gar nicht mitbekommen. Ari hat ihre Nase verloren. Okay. Dann hat Ari halt keine Nase mehr. Besser als, na gut. Nein, Nase weg ist schon doof. So Voldemort-mäßig. Oh Gott, der war jetzt aber schlecht. Sorry, aber der war ja fast schlechter als das, was ich hier immer von mir gebe. Holzfällen tun sie auch. Ich sag mal doch. Oh, saving. Autosave. So, nach dem Autosave wird ja wahrscheinlich jetzt in den nächsten Tagen die Invasion starten. Ja, ich hoffe mal, es wird eine größere. Also so, keine Ahnung, nochmal wieder so 100 Elfen oder so. Da hätte ich jetzt voll Lust drauf. Ja, ich möchte unbedingt, also das ist das Hauptziel heute, diese Magma-Falle auszuprobieren. Und wenn ich die nachher für 10 Menschen starten muss, dann ist das auch egal. Ich werde jeweils, auch wenn jetzt die Menschen kommen sollten, wieder mit diesem kleinen Winstrupp, werde ich das Ding, werde ich nicht wieder meinen Trupp rausschicken. Das muss die Magma-Falle klären. Dafür gibt es die, dafür ist sie da. Nach jetzt 20 Jahren in dieser Festung. Ich habe heute extra nochmal nachgeguckt. Wir sind ja im 9. oder 10. Monat 65 sind wir gestartet. Das heißt, diese Festung existiert jetzt fast 20 Jahre und haben jetzt erst diese Magma-Falle fertig. Es sind halt so lange Aufgaben, ne? Ich habe mir gestern sagen lassen, ich habe bei einem anderen Streamer abends nochmal so, also spät abends, also wirklich so Mitternacht oder so, dachte ich mir, okay, schaust aber bei einem anderen Streamer rein, weil ich selber wollte die Zeit nicht mehr anfangen. Und der hatte auch zwischendurch mal, war Fortress gespielt und dann kam ich kurz auf das Thema und da sagte einer, ja, also war Fortress ist so ab Jahr 7 ist das so ein richtiges Chill-Game, ne? So einfach entspannt, das läuft von selbst. Ich so, Alter, du spielst ein ganz anderes Spiel als ich. Bei mir wurde es ab dem 15. Jahr erst richtig stressig. Ja, gut, ab einem gewissen Punkt könnte man halt, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, ne, kann man halt dicht machen und die Zwerge leben da drinnen für sich selber und man muss eigentlich nichts mehr machen. Einfach nur, also wenn man keine Gäste hat, könnte man theoretisch auch ausschließen. Ich könnte auch zum Beispiel sagen, wir setzen hier vor eine Mauer oder eine Brücke, setzen erstmal irgendwo ein Bobo, wo der Raum hier nämlich drin ist, geben Alarm, dann können wir erstmal alle Gäste hier drin einschließen. Das sind jetzt interessante Ideen, die ich kriege. Oh. Alter. Wir ich das? Wie gemein wollen wir sein, Leute? Was spricht dagegen? Wir machen so einen kleinen Nebenraum und bauen hier vor eine Brücke, die wir halt zumachen können. Wir müssen halt mit dem Bow erstmal alle Zwerge hier raus und das ist ja nicht schlimm. Dann ziehen wir die Brücke hoch, dann sind alle Gäste hier drinnen eingesperrt. Und in diesem Nebenraum warten die hier. Und werden dann freigelassen. Und dann lassen wir unsere Gäste gegen die Horden an Gefangenen kämpfen. Das ist eine viel coolere Arena. Wir verlieren damit zwar unsere Taverne wahrscheinlich, aber ich glaube, die Idee ist cool. Da drin sind immer so viele Totenbeschwörer und so weiter und sonstige Zombies und sowas. Es ist halt die Frage, wie sehr vertragen die sich mit den Leuten aus den Käfigen? Man könnte das ja mal testweise machen. Bringt erstmal sozusagen einen Goblin da rein.
Und guckt mal, was passiert, wenn man jetzt einen Goblin freilässt. So ein Goblin tut einem erstmal nichts, wenn der da jetzt rauskommen sollte. Wenn die jetzt nicht gegeneinander kämpfen, dann gehen wir da rein, töten den Goblin. Wenn die aber auf den Goblin einhacken, können wir erstmal alle Goblins hier als eigenes, können wir nach alle Goblins da reinjagen. Da sind wir schon mal die Hälfte all unserer Käfige los. So ungefähr. Ich weiß nicht mehr. Also, je länger ich darüber nachdenke, desto schöner finde ich die Idee. Ich möchte einmal anmerken, dass damals bei Black and White mein Tempel auch immer richtig rot war. Mit den fiesesten Spitzen, die man sich vorstellen konnte. Ich mag die böse Seite in Spielen. So, um das nochmal klarzustellen, ich bin eigentlich ein sehr lieber, netter Mensch. Aber in Spielen reizt mich das. Vor allem. Gut, was würde ein Guter jetzt machen? Die ganzen Gefangenen, die wieder freilassen, weil manche davon sitzen ja wirklich schon seit Jahren da drinne. Warum ist da ein Nilpferd? Warum haben wir ein Nilpferd? Das ist ja von den Karawanen, die überfallen wurden, beziehungsweise die, genau, die wir geplündert haben. Da kommt das Nilpferd und so weiter her. Wir können das Nilpferd testweise in der Taverne loslassen. Das wird wahrscheinlich nicht kämpfen, aber jetzt stellt euch mal ein Nilpferd in so einer Taverne vor. Es ist bestimmt auch schön anzusehen. Also ich glaube, als Guter, ne, so nehmen wir jetzt mal so einen Elfen oder sowas, der wird sich denken, okay, ist jetzt doof, ihr sitzt hier schon so lange, ich lasse euch alle frei, dann laufen sie nach Hause und kommen irgendwann wieder mit Verstärkung. Das ist voll doof. Und als Böser lässt man die Gefangenen halt in einen Raum voller Totenbeschwörer los. Ich glaube, das passt. Bei Sims habe ich nur den ersten Teil gespielt. Und dann auch nachher nur noch gescheatet mit meinen Häusern. Und irgendwann, ich glaube, ab dem dritten Teil, wo es dann losgeht mit verschiedenen Generationen, wo du, glaube ich, immer nur ein paar Wochen mit deinem einen hast und da musstest du sozusagen Nachwuchs haben, war das eh nicht mehr mein Spiel. So, hier unten? Immer noch nicht. So, wann kam immer der Angriff? Das war immer relativ Anfang des Quartals, oder? Ich will euch jetzt hier angreifen sehen. Ich will meine Falle ausprobieren, Leute. Und ich überlege gerade, ob ich meiner jetzt schon mal hier lossetze, hier einen Nebenraum anzulegen. Oh Gott, das ist total. Nee, ist doch symmetrisch. Ich glaube, das hier unten passt noch nicht. Da müsst ihr direkt hinter dem Tisch rein. Ist egal. So. So, wir bauen schon mal unseren Zweitraum. Das macht die Gäste bestimmt erstmal neugierig. Oh, was hat der denn Schönes vor? Wir bekommen eine größere Taverne, können wir noch mehr trinken. Problematisch wird, glaube ich. Ich habe gerade überlegt, man müsste das, wenn man das jetzt so Roleplay-mäßig macht, müsste man jetzt von hier aus eigentlich den reingraben. Das lässt man zu. Kann man die ganzen Käfige drin schon mal aufbauen, macht hier dicht und macht dann erst den Durchgang hier. Und Überraschung und raus. Ich überlege mir das. Wir können auch theoretisch einfach. Nee, ein Floodgate ist doof. Ich weiß nicht, ob wir nachher doch ein Building Destroyer dazwischen haben. Es sollte schon eine Brücke sein. Die können wir auch hier drinnen reinsetzen, statt hier draußen. Hier draußen sieht sie doof aus. Hier drinnen zwar auch, aber das stört ja nicht. Das setzt man hier irgendwie vor. So hier auch nur so eine Zweierbrücke, wie wir so unten bei unserer Magmafalle haben. Und dass man sie dann sozusagen hier abschließen kann. Hier ist dann dicht.
Dann können die hier drinnen machen, was sie wollen. Kommen trotzdem nicht raus und wir haben keine komische Brücke hier draußen stehen. Ich jetzt mir hier vorstelle, so ein 3x2 Brücke hier vorne vor oder wenn die hochgezogen ist, hier dieses Wandding oder Brückending, sieht ja voll doof aus. Dann machen wir das da drinnen. Können den Hebel dann hier draußen hinstellen. Und den Leuten, die dann da drinnen sind, sagen, warum baut ihr denn da eine Brücke? Und dann sagen wir, das ist Verteidigung, falls wir mal angegriffen werden, dass ihr als Gäste immer schön sicher seid. Beim ersten Mal werden sie es uns glauben, beim zweiten Mal nicht mehr. Ich weiß auch zum Beispiel nicht, was bedeutet sowas denn nachher? Man ist ja theoretisch, es ist da auch nachher eine Logik vom Spiel hinter. Man ist ja theoretisch, will man ja ein guter Gastgeber sein. Man hat ja die Gäste und man kümmert sich um die und denen soll es gut gehen. So. Wenn die jetzt angegriffen werden, ich sehe jetzt gerade, dass ich hier noch meine Dinge. Oh, Na, also sie werden dann da drin ja sozusagen offiziell angegriffen. Es ist ja dann sozusagen ein Feind plötzlich aufgetaucht, wie aus dem Nichts, keine Ahnung, wo der herkommt. Sieht das dann sozusagen, man ist ein schlechter Gastgeber, man bekommt sozusagen Rufabzug oder ist sowas wie den Ruf eigentlich? Also klar, es gibt jetzt Krieg oder nicht Krieg, das wissen wir. Deswegen können uns ja die Elfen aktuell nicht leiden. Aber diese Sache mit von wegen fällt nicht so viele Bäume, sonst können wir euch nicht leiden, hat ja auch nicht funktioniert. Haben wir auch schon festgestellt. Wir haben ja mehr als genug Bäume gefällt und die waren trotzdem nachher nicht sauer. Das klingt nach einem Plan. Kekse. Kekse helfen immer.